herzlich willkommen. Ihr seht Spätvorstellung, das Kinomagazin. Wir sind hier bei der Premiere von Mara und der Feuerbringer in Köln. Und hier werden heute Abend unter anderem Jan-Josef Liefers und Christoph Maria Herbst erwartet. Und wir gucken mal, wen wir noch so für die Kamera bekommen. Aber erstmal zeigen wir euch, worum es in dem Film geht. Mara erfährt, dass sie besondere Fähigkeiten hat und den Weltuntergang verhindern soll. Bei ihren Reisen in fantastische Parallelwelten trifft sie unter anderem auf den Halbgott Loki. Unterstützt wird sie bei ihren Abenteuern von Professor Weisinger, einem Experten für germanische Mythologie. Womit kann ich dir denn helfen? Ich will Loki seine Frau zurückbringen, damit er sich nicht losreißt und die Welt nicht untergeht. Finde sie! Stell dir vor, du musst morgen die Welt retten. Wie würdest du jetzt reagieren? Ich würde mich sinnlos betrinken, damit ich morgen die Kraft habe, die Welt zu retten, oder? Und wie würdest du die Welt dann retten? Ich bin heute schon so dermaßen erschöpft über die Sommerzeit. Es würde mir schon reichen, wenn das geändert würde. Da muss ich nicht die ganze Welt retten. Jemand, der die ganze Welt retten muss, ist dagegen Mara. Gespielt wird sie von Newcomerin Lilian Prent. Gemeinsam mit ihren Co-Stars Jan-Josef Liefers, Christoph Maria Herbst, Esther Schweins und Eva Habermann sowie Regisseur und Drehbuchautor Tommy Krabbeis begeisterte die 18-Jährige das Premierenpublikum. Das ist ja jetzt dein erster Kinofilm und gleich die Hauptrolle. Wie fühlt sich das an? Sehr viel. Es ist sehr viel los hier. Ich bin ein bisschen überfordert, aber ich habe, glaube ich, riesen Spaß dabei. Und ja, ich hoffe, dass jetzt auch den ganzen Leuten, die hier sind, der Film auch so gut gefällt wie mir. Das fände ich natürlich sehr schön. Und was würdest du sagen, ist so der interessanteste Aspekt an deiner Figur? Der interessanteste Aspekt an Mara ist, dass ja normalerweise Helden irgendwie immer dazu geboren werden und auch perfekt in diese Heldenrolle reinpassen, aber Mara halt nicht, ne? Die hat keinen Bock und hat auch kein enges Latex irgendwas an, so wie Catwoman oder so, und das finde ich halt sehr interessant an der Rolle. Und sie schafft es trotzdem. Also das ist Jetzt schon? Sie spielen ja einen Professor für germanische Mythologie. Wie fit sind Sie denn in den nordischen Sagen? Also in der Hoffnung, dass Sie jetzt keinen Zettel zücken und mich so Multiple-Choice-Fragen hier, mich mit solchen Fragen konfrontieren, würde ich sagen, im Moment bin ich fitter, als ich jemals vorher war. Aber tatsächlich auch durch den Film und durch die unglaublich umfassende Recherche von Tommy. Das klingt jetzt so ein bisschen trocken. Also ich finde die größte Leistung von Tommy, dass er einerseits gesagt hat, ich möchte keinen Quatsch erzählen, ich möchte nicht irgendwas das Blaue vom Himmel runter erfinden, wie zum Beispiel diese Helme mit den Hörnern, die ja wohl die Wikinger niemals aufhatten in Wahrheit. Reine Filmerfindung und Theatererfindung. Auf der anderen Seite, das alles so zu verpacken, dass man... dass man eben nicht das Gefühl hat, in der Schule zu sitzen oder irgendwie einen Vortrag zu kriegen, der einen anödet, sondern das geht alles nebenbei, ist sehr unterhaltsam und ich habe eine Menge erfahren, was ich vorher nicht wusste. So mit Siegfried und dem Lindwurm, ja, man hat so ein Halbwissen, aber daraus ist jetzt, würde ich sagen, Dreiviertelwissen geworden. Okay. Und wie viel hat Ihr Professor Weisinger denn mit Ihrem Tatort-Kommissar Börne gemeinsam, der ja auch Professor ist? Ja, der ist ja kein Kommissar, der Professor hast du ja gesagt. Also der ist der Zivilist, der Börne. Ne? Und insofern hat er mit ihm die Professur gemeinsam. Also ein Professor ist ja jemand, der forscht und der an der Universität unterrichtet. Und das ist aber auch schon alles. Ansonsten bevorzugen sie nicht dieselben Klamotten, sie tragen eine andere Haarfrisur. Börne würde niemals so ein Zauselbart im Gesicht ertragen. Und, aber gut, okay, sie sind auch beide schon auf so eine Art ähnlich schrullig oder sowas. Also, es ist ja mal bei Professoren so ein bisschen zerstreut, ein bisschen mit ihren Gedanken immer in den Wolken und das haben sie vielleicht gemeinsam, aber nee, ich würde mal sagen, der Professor Weisinger ist der nettere von beiden. Bis vor kurzem dachte ich noch, mein größtes Problem wäre meine Mutter. So, süß! Nasi? Wie esoterisch bist du? Ich selbst, also da, wo es um vergessene Kräfte geht, bin ich voll mit dabei. Bei Windspielen, Palim Palim, Duftlampen, da hört es dann wieder auf. Okay, du spielst ja Maras Mutter und Mara findet ihre Mutter total peinlich. Was finden denn deine Kinder an dir peinlich? Oh, wenn ich im Theater laut juble, das ist ihnen unangenehm, da fällt man auf. Und das ist, Mama geht dann da leider gar nicht. Im Film spielst du ja den Halbgott Loki, der auch so ein bisschen selbstsüchtig ist. Wie viel ist da von Bernd Stromberg mit eingeflossen? Gar nichts. Hast du den Film gesehen? Noch nicht.
das Ganze. Ja, dann glaub mir. Also gar nichts. Es ist fast klar, dass du mir diese Frage stellst, aber es ist auch fast klar, dass ich diese Antwort gebe. Genau, und Loki kennt man ja auch aus diesen ganzen Marvel-Blockbustern, eben wie Thor und die Avengers. Könntest du dir vorstellen, selbst mal den Superschurken in einer Comic-Verfilmung zu spielen? Ja, ich habe noch Termine frei. Und wen würdest du gerne mal spielen? Irgendeinen Schurken? Also welchen Schurken? Das weiß ich jetzt nicht aus dem Hut, aber lass mich ein bisschen drüber nachdenken, dann fallen mir schon ein paar ein. Ich schicke dir einfach eine SMS. Alles klar, super. Du spielst ja die Frau von Loki. Was ist sie für ein Charakter? Also Sigyn ist sehr in sich ruhend, hat sehr viel Geduld, wird entführt, hält alles aus. Und Loki ist ja auch nicht der einfachste Mensch unter Gottes Sonne, deswegen bin ich ein sehr in mir ruhender Charakter. Sehr gut. Wenn du selber ins Kino gehst, für welche Art von Film entscheidest du dich? Ganz verschieden. Fantasy mache ich total gern, Herr der Ringe und sowas, Chroniken von Narnia. Ich mag total geil, Thriller mag ich gern, Komödien, das wechselt sich ab. Du findest dieses Unterwäschemodel jetzt nicht wirklich sexy? Sowas sieht man doch inzwischen in jeder zweiten Werbung. Herrgott, sieht er gerade sein Hemd aus? Was war für dich die größte Herausforderung während der Dreharbeiten zum Film? Boah, es in der Zeit zu schaffen, in 40 Tagen mit dem Budget, ganz klar, also die übliche Herausforderung. Das war das Schwerste, weil 40 Tage sind zu wenig, 6,5 Millionen Euro sind zu wenig. Also denk mal, der Hobbit, ich glaube, die haben generationenlang gedreht und hatten 300 Millionen. Das war hart, aber, muss ich in die Kamera schauen, wir hatten nur eine Handvoll Überstunden am Schluss. Jetzt kommst du. Super. Ja. Und wie schwer hat, sage ich mal, eine deutsche Jugendbuchverfilmung gegen amerikanische, wie zum Beispiel Tribute von Panem oder Die Bestimmung zu bestehen? 1000. Also auf einer Skala von 0 bis 100, 1000. Das ist sehr, sehr schwer. Und ich weiß, aber ich bin mir durchaus bewusst, dass wenn ich jetzt mit dir im ersten Genreversuch seit mehreren Jahren oder wenn man die unendliche Geschichte nimmt, seit Jahrzehnten, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann bin ich schuld. Das war's hier vom roten Teppich bei der Premiere von Mara und der Feuerbringer in Köln. Wir hatten einen wirklich zauberhaften Abend und freuen uns jetzt auf den Film. Das waren die großartigsten, wahnwitzigsten Minuten meines bisherigen Lebens. Echt jetzt? Echt, ey. Echt.